Grüß euch, ich bin Stefanie Bohnleitner, ich komme aus der Untermühl. Das ist ein kleines Tal im Leitzachtal zwischen Hundheim und Eibach. Das Leitzachtal, das liegt ganz in der Nähe vom Wendelstein, 20 Minuten weg vom Schliersee. Und wir haben 2013 unser Hofcafé aufgemacht. Zeitgleich haben wir auch wieder angefangen, dass wir Schaf haben. Und 2015 habe ich dann die Ferienwohnungen von meiner Mama noch mit übernommen. Wir haben drei Ferienwohnungen, zwei kleinere und eine große. Wir haben in den letzten Jahren alle Ferienwohnungen noch mal so ein bisschen renoviert, viel Holz mit eingebaut, alles ein bisschen freier und heller gemacht. Und wer zu uns kommt, der sagt eigentlich, wenn bei der Abreise immer, jetzt haben wir uns endlich mal richtig erholen können. Ich habe mit meinem Mann das Hofcafé bei Melchern, das unser Hofnamen ist, aufgemacht. Und für die süßen Sachen, die ganzen Kuchen, Strudel etc., bin ich zuständig. Ich habe 2011 meinen Konditormeister gemacht. Also die Leute kommen wahnsinnig gern zu uns und sind immer wieder froh, wenn wir dann mal wieder aufhaben. Ja. Ich mache nur Kuchen und Torten, die wo man selber auch schmecken, weil nur das kann ich mit gutem Gewissen verkaufen. Das Schöne an der Konditorei ist oder am Kuchenbacher ist, dass man eigentlich auch wahnsinnig viel zurückkriegt von den Leuten, dass es schmeckt. Dass der Apfelstrudel genauso schmeckt wie bei der Oma, das merkt man immer da, droht, dass der eigentlich um 3 Nachmittag aus ist.